Ich zeige euch heute mal eine ganz einfache Weihnachtsdeko, die aber wunderschön ausschaut. Ich nenne das zum Beispiel meine Schneekugel, weil das so ein schönes Silberweiß ist. Ich habe das jetzt hier aus einem Geschenkband gemacht. Ihr könnt aber auch Stoffquadrate dazu nehmen. Ich zeige euch dann gleich, wie es funktioniert und was ihr dafür benötigt. Und natürlich geht auch sowas, ist eine tolle Deko, wenn ihr sowas aus Textil macht. Das ist jetzt so ein Tüllstoff und wenn es euch gefällt, kommt mit. Ich zeige euch, wie es funktioniert. Für so eine Kugel benötigt ihr zunächst einmal eine Styroporkugel als Körper. Dann habe ich hier ein Geschenkband. Ihr könnt aber auch jeden Stoff dafür hernehmen und schneidet einfach Streifen und dann solche Quadrate. Und es ist eigentlich völlig egal, was ihr da nehmt. Wenn ihr ein Geschenkband nehmt, dann achtet nur darauf, dass es keine Drahtkante hat. Denn die Drahtkante fügt sich nicht so schön ein. Also das Geschenkband sollte ohne Drahtkante sein. Ansonsten könnt ihr jedes Geschenkband nehmen oder jeden Stoff. Manchmal hat man auch so ein kleines Stückchen Reststoff, einen schönen Glitzerstoff, den ihr da verwenden könnt. Da braucht ihr nur einen Streifen schneiden und die Quadrate und dann kann es schon losgehen. Wenn ihr ein Bäumchen machen möchtet, dann benötigt ihr so einen Kegel dazu. Auch das ist Styropor. Und bei dem Kegel entfernt ihr aber bitte diese Spitze. Die schneidet ihr ungefähr hier ab, weil durch das Einstechen, was wir dann machen müssen, geht diese Spitze kaputt, die zerbröselt und dann hat das Ganze keinen Halt mehr. Also hier oben, ich zeige euch gleich nochmal das Fertige, hier oben die Spitze abschneiden bitte. So, und dann benötigen wir noch eine Schere natürlich und irgendetwas, womit wir diese Stückchen in diese Styroporkugel hineinstechen können. Ich habe jetzt hier eine Schere, die nicht ganz spitz ist, das funktioniert. Ihr könnt auch einen Schraubenzieher nehmen, es geht auch eine Nagelfeile. Es sollte nur nicht zu dick sein, damit wir richtig schön hier einstechen können. Schneidet euch aus dem Geschenkband einfach mal die Quadrate zu. Also die müssen auch nicht so akkurat sein, so ungefähr, so dass es ein Quadrat ergibt. Das schneidet ihr euch einfach mal einen ganzen Schwung zu. Ihr seht ja dann, wenn es nicht reicht, einfach noch ein paar mehr. Ich habe jetzt nicht ausgemessen, wie viel Meter ich brauche. Das mache ich immer so ein bisschen nach Gefühl. Ich habe halt große Rollen und dann reicht es. Und beim Stoff funktioniert es genauso. Ich zeige es euch gerade mal hier schnell. Schaut mal, hier habe ich so ein, das ist so ein Dekostoff, so ein Weihnachtsdekostoff. Da habe ich zuerst Streifen geschnitten und dann entsprechend diese Quadrate. Das ist so ein schöner Tüll. Das habe ich für das Bäumchen gemacht. Ich zeige euch jetzt aber mal an der Kugel, wie es funktioniert. Und ihr könnt im Prinzip alles, was Styropor ist, dafür nehmen. Ob das ein Kranz ist, eine Kugel, ein Kegel oder sonstige Formen, die ihr habt oder findet. Das ist jetzt verhältnismäßig einfach. Ihr fangt irgendwo an der Kugel an, legt euer Quadrat oben auf und sticht in die Mitte hinein, in diese Styroporkugel. Und jetzt seht ihr schon, wie sich das Ganze formt. Und es hält auch. Natürlich, wenn ihr feste zieht, geht es natürlich raus. Aber normalerweise mit ein bisschen Druck schön hineinstechen und dann hält es. Jetzt mit einem kleinen bisschen Abstand geht ihr auf das zweite und stecht auch das wieder hinein. Und ihr seht, es formt sich dann so ein bisschen. Und das macht ihr jetzt Stück für Stück. Immer ein bisschen Abstand, wieder hineinstechen. Sollte irgendwo ein Zwischenraum sein, dann stecht einfach noch mal so ein Stückchen Stoff oder Band wieder hinein. So, und das macht ihr. Jetzt habt ihr gerade gemerkt, ich habe durchgestochen, das macht gar nichts. So Stück für Stück schön in diese Kugel hinein. Dann sieht es so aus. Ist doch wunderschön und total einfach, nicht wahr? Macht es, probiert es aus, ihr werdet viel Spaß daran haben. Oben noch ein Bändchen dran gemacht zum Aufhängen. Natürlich könnt ihr auch noch ein bisschen verzieren, vielleicht einen kleinen Tannenzweig oben drauf oder ein paar Blümchen, je nachdem. Oder auch was Glitzerndes noch, paar schöne, wie nennen die sich so, so Ilex-Zweigchen oben drüber. Das bleibt euch natürlich überlassen. Ich persönlich mag sie so am liebsten und so wird sie dann bei mir im Fenster hängen. Ich hoffe, diese wunderschöne und einfache Deko-Idee jetzt für die Adventszeit und Weihnachtszeit hat euch gut gefallen. Und
Daher würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Das heißt, schreibt mir in den Kommentaren, ob es euch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen hoch und ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen für viele, viele weitere Weihnachtsbasteleien. Bis bald!